Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Herbstfotografie. Und ja, heute habe ich mir vorgenommen, die letzte Pilztour für den Herbst 2024 zu machen. Und bin hier bei uns im Viernheimer Wald um die Ecke von meinem Wohnort aus. Und ja, das Laubdach lichtet sich so langsam und der Boden ist schon komplett bedeckt mit einem braunen Laub und komplett geschlossen. Ich zeige es euch mal. Und wie hier findet man noch ein paar kleine Pilze, also man muss schon genau hinschauen jetzt, um sie zu finden, wo sie jetzt vom Laub bedeckt sind. Ja, und das geht's heute. Letzte Pilztour für 2024. So wird vermutlich auch mein Titel sein. Und bin auch hier schon fündig geworden, gerade ein paar Meter links von mir. Und es wird Makrofotografie werden. Habe den Makroblitz Godox MF12 dabei, das Set, und will da ein bisschen mit Licht spielen und ein bisschen kreativ mich ausprobieren mit dem Licht. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Ich zeige euch mal jetzt mein erstes Motiv, das noch schön vollständig und unberührt ist. Die meisten sind irgendwie angefressen oder halt beschädigt. Und ja, da muss man schon suchen, jetzt dann noch, um ein vollständiges zu entdecken. Ja, aber jetzt gehen wir mal zu dem ersten Motiv und dann bauen wir auf. Da habe ich das Godox-Set schon hingelegt. Und hier ist mein erstes Motiv. Der ist noch schön. Ich zeige ihn euch mal von oben. Zoome ich mal ran. Der ist noch schön vollständig. Und was mir an dem so gefällt, dass der nach oben sich neigt. Man schön hier von vorne die Lamellen sieht, und die will ich dann auch entsprechend ausleuchten, dass man hier schön Details sieht. Und von hinten werde ich einen Blitz aufstellen, da habe ich die blaue Farbfolie drin, und den Hintergrund versuchen da ein bisschen ins Blaue zu versetzen. So ist mein Bild im Kopf. Ich baue mir jetzt einmal auf und dann kommen wir zum ersten Bild. Bleibt dran. So sieht mein erster Aufbau für das erste Motiv auf. Gehen wir mal näher ran. Ich habe mal soweit alles schon so, wie ich die Idee habe, wie ich mir es vorstelle, hingestellt. Habe jetzt mal zwei Testbilder gemacht ohne Blitz, um einfach nur mal so die Kamerahöhe, den Blickwinkel etc. einzustellen. Und habe jetzt hier hinter dem Pilz, so, da das kleine Stativ aufgebaut und habe da die blaue Folie drin. Und da werde ich dann noch den, jetzt sieht man es vielleicht, die blaue Folie, dann mein Silikondiffuser drauf machen. Das habe ich daheim probiert. Den kann ich noch drüber stülpen, obwohl hier, sagen wir mal, die Plastikvorrichtung drauf ist, wo die Folie drin ist, kann ich ihn trotzdem noch drüber stülpen.
Den stelle ich mal dann ein, die Position. Hab hier den zweiten mit Orangefolie drin. Da kommt dann auch noch ein Diffuser drauf, um einfach das Licht weicher zu machen und hier in dem Fall bei dem Blitz den Hintergrund nicht zu hell zu machen, sondern dass er mehr ins Dunkle kommt. Deswegen steht der Blitz auch hinter dem Pilz und strahlt ihn von hinten an, aber so mit leichtem Blickwinkel Richtung Kamera. Und da sollte dann der Hintergrund ziemlich abgedunkelt werden. So habe ich das Bild im Kopf. Ich gehe mal mit euch kurz rum. Zeige es euch mal von der anderen Seite. Hab zwar das Stativ von KNF dabei für die Makrofotografie, aber hier will ich jetzt direkt bodennah fotografieren. Wie ihr seht, liegt die Kamera direkt auf dem Boden und habe sie so mit dem Ast vorne an der Gegenlichtblende unterlegt, so dass ich schön auf Augenhöhe bin. So ist die Idee im Kopf, mein erstes Bild. Ich mache jetzt einmal die Diffusoren drauf, stelle die Blitze ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Blitze sind eingestellt, Diffusoren sind drauf und werde jetzt hier mal mein erstes Bild machen. Muss hier noch die Fernbedienung umstellen. Werde hier die ersten Bilder im TTL machen und je nachdem wie die Ausleuchtung ist, dann auf manuell die Blitze umstellen. Aber das sehe ich erst dann nach dem ersten Bild mit Blitz. Scharf gestellt habe ich. AF aus. Habe auf 2 Sekunden Vorauslöser gestellt, die Kamera. Und go. Ja, von vorne ist es schön ausgeleuchtet. Schönes warmes Orange. Aber das Blau hinten ist überhaupt gar nicht wahrnehmbar. Da muss ich, glaube ich, näher dran oder muss sogar den Diffuser, ich mache ihn mal runter. Da muss ich jetzt ein bisschen experimentieren, ob das Blau da irgendwie zur Geltung kommt. Nee, ich kriege das Blau nicht hin. Und außerdem ist es Stativ zu sehen. Okay, das wird anscheinend nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich dachte eigentlich, dass ich mit dem Diffuser eine schöne größere Fläche ausleuchtet damit. So war der Gedanke. Ja, da muss man halt experimentieren, wenn man das Bild so hinbekommen will, wie man es im Kopf hat. Ich glaube, mit dem Blau, das wird nichts. Okay. Auch die Bilder gefallen mir schon mit dem Orangeton von vorne mit der Ausleuchtung. Also der Diffuser, das passt alles. Circa 2 Meter nebendran habe ich noch so ein schönes leicht, ja, ich zoome euch mal ran, so, ja, ich sag mal Fliederfarbe, ne? So leichtes Flieder, so würde ich es jetzt einmal definieren, drin, so ein, ja, relativ kleine, wie man sehen kann, und den werde ich jetzt auch von der Perspektive, wo ich jetzt euch hier zeige, fotografieren. Ich stelle jetzt einmal mein Equipment um. Und dann sehen wir uns gleich zum Bild machen.
habe jetzt schon ein paar Testaufnahmen gemacht, um einfach die Settings zu definieren. Und bin jetzt hier bei Blende 5, komme auf 1/20. Und 1/60 bin ich. So, und den Blitz auf TTL und go. Herrlich, mach auch wieder eins zum Vergleich mit und ohne Blitz, dass man einfach schön die Unterschiede sichtbar macht. Blende ich euch dann ein. Herrlich. So, ohne Blitz. Gleiche Settings. Ja, es sind einfach Wälder dazwischen. Gefällt mir gar nicht. Ohne. Aber ist alles Geschmackssache. So, haben wir die auch im Kasten. Die Bilder jetzt von dem zweiten. Ich suche mal noch eine. Und dann war es das gewesen mit der Pilzfotografie 2024. Ja, wie ihr euch denken könnt mit dem Aufbau, frisst es schon ganz schön Zeit. Und da reichen mir 2-3 Motive. Ja. Sonst wird es auch zu langweilig einfach. Ja, weil ja, irgendwo ist Pilz. Egal welche Pilzart es ist, es bleibt ein Pilz. Bei dem ist es so, den ich jetzt dann hier, auch hier entdeckt habe, der geht wieder nach oben weg, so dass man die Lamellen komplett sehen kann. Und er ist auch schön vollständig und unberührt. Und deswegen habe ich mir den ausgesucht, wegen der Lamellen, die will ich hier fotografieren. Blitz ist im TTL. Und zeige euch jetzt mal, scharf gestellt habe ich. Falsche Taste. Fünf. Und fertig. So, wie kontrolliere ich das? Jetzt, ob die Bindanzahl mir ausreicht, dass ich wirklich von vorne bis hinten scharf habe. Ich gehe, so wie das Objektiv jetzt eingestellt ist, nach dem letzten Bild, gehe ich in den Live View, gehe in die Vergrößerung und dann schaue ich mir an, wie die Position vom Objektiv ist, ob ich noch Bilder machen muss, also ob ich zu wenige habe oder ob ich etwas drüber hinaus bin. Aber das macht ja nichts, weil die kann ich ja beim Stacking dann in der Software weglassen. Also das reicht mir, 30. So kontrolliere ich das dann als normal. Nicht, dass man heimkommt und dann beim Stack in der Software feststellt, oh shit, da fehlen mal 2-3 mm hinter raus an Schärfe. Ja, dann ist es zu spät. Ne? So mache ich als die Kontrolle. Und jetzt ist Feierabend. Ja? I was young, I had it all planned out. That something big was down the road. I really thought I'd have it all by now. Not be a failure if I don't. That's when you say, hey, my love, we're nowhere near the end. There'll come a day. I swear you ain't seen nothing yet. So I went down to the water and found my faith. Because I don't wanna be stuck in the good old days. That's when you say, hey. Das war's jetzt gewesen von der Pilzfotografie im Jahr 2024.
muss ich den Weg wieder finden. Ich bin da nämlich querfeld ein, sagt man bei uns. Also vom Weg ab muss ich mich auch wieder orientieren. Ja, da habe ich es wieder. Und ja, bin mal gespannt jetzt beim Stacking daheim, wie die Bilder da geworden sind. Oder auch die ohne Stack natürlich. Da muss ich lang. Aber hauptsächlich bin ich bei dem gespannt, wo ich da jetzt das letzte gemacht habe, um die Lamellenstruktur, da die Filigrane als Hauptmotiv zu setzen. Da bin ich mal gespannt, weil das fasziniert mich so, diese filigrane Struktur da, was die Natur da hinzaubert. Wahnsinn. Ja, es ist halt ein riesen Aufwand, aber mir macht Spaß immer wieder aufs Neue. Ich sag's auch immer wieder aufs Neue. Ich schalte da komplett ab, fahr runter und genieße es einfach. Und wenn ich mir einfach die Bilder anschaue, mit und ohne Blitz, ja, da kriege ich immer wieder die Bestätigung. Mit Blitz sehen die für meinen Geschmack deutlich besser aus. Man sieht mehr Details und die werden einfach schöner in Szene gesetzt. Aber wie alles ist Geschmackssache. Wem es gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch, gerne einen Kommentar, würde mich freuen. Und da muss ich lang. Ein Abo, der noch keins hat. Und natürlich den Daumen nicht vergessen. Da verpasst er die zukünftigen nicht mehr. Das wäre klasse. Ansonsten, ja, heute Nachmittag habe ich noch vor, die letzten Herbstbilder einzufangen. Und das auch mit indirekten Blitzen. Aber das werdet ihr dann, ja, hoffentlich, wenn es klappt, im nächsten Video sehen. Also keine Makrofotografie, aber mit indirekten Blitzen. Ich verabschiede mich, sag tschüss, lasst den Auslöser noch glühen, solange die Herbstfarben hier noch da sind. Die Bäume sind ja im Leerwerden mit dem Laub, die Farbveränderungen sind im vollen Gange. Macht noch schöne Bilder und schöne Videos. Ich will noch was sehen von euch. Ja, also tschüss.